geschätzte Festversammlung, Tirolerinnen und Tiroler, liebe Schützen, liebe Landsleute, von wo immer ihr kommt. Ich sag's noch einmal, wir gedenken heute des Todes von Sepp Kerschbaumer, der 1964 im Kerker von Verona starb. Und wir gedenken auch aller seiner Kameraden, die nicht mehr unter uns weilen. Er ist ein Symbol des Widerstandes gegen die Zerreißung Tirols nach dem Ersten Weltkrieg und gegen eine nationalistische italienische Politik, die den deutschen Charakter Südtirols nicht wahrhaben konnte und nicht wahrhaben wollte. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr oder nicht ein Jahr wie jedes, denn es jährt sich zum 100. Mal das Ende des Ersten Weltkrieges. Gut, in meinem Alter scheinen einem dann auch 100 Jahre nicht mehr so lange, aber es ist ein beträchtlicher Zeitraum, der zu überblicken ist. Und für Südtirol war es die Zeit, in der die italienische Armee genau einen Monat im Lande war und wo man sich langsam merkte, dass sie gekommen waren, um zu bleiben. Zur gleichen Zeit, am 12. Dezember 1918, landete der amerikanische Präsident Wilson in Frankreich, um an der Friedenskonferenz teilzunehmen. Es war der Präsident Wilson mit seinem 14-Punkte-Plan und mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das die Basis war für die Waffenstillstandsgesuche Österreich-Ungarns und Deutschland. Und auch bald sollte man merken, dass dieses Selbstbestimmungsrecht nicht für alle Völker in gleichem Maße galt. In Österreich war dieses Jahr ein dreifaches Gedenkjahr, 1848, 1918, 1938. 1848, das Gedenken an die erste demokratische Revolution in Deutschland, 1918 das Ende des Ersten Weltkrieges und 1938 der Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland. Es gab natürlich jede Menge von Ausstellungen und es gab viele neue Details, historische Puzzlesteinchen, die ein Licht auf Dinge warfen, die ja so in der allgemeinen Geschichte nicht so bekannt waren. Auf der anderen Seite, in den öffentlichen Gedenkkundgebungen, wurde zwar des Leids und der Opfer gedacht, aber der Schuldige wurde immer im Nationalismus gefunden und es wurde ganz schnell ein kurzer Bogen geschlossen, um den Nationalismus von heute zu verdammen, um ihn zum Prügelknaben zu machen. Und genau diese Diskussion um Nationalismus ist hier in Südtirol wichtig. Denn Südtirol ist gewissermaßen im doppelten Sinn ein Opfer des Nationalismus. Zuerst ein Opfer des italienischen Nationalismus und auf der anderen Seite, wenn sich die Südtiroler wehrten, um ihr deutsches Volkstum zu bewahren, dann wurden sie vom offiziellen Italien in die Nähe pangermanistischer und nationalistischer Ideologien gestellt und damit diffamiert. Ich halte echte Erinnerungskultur für sehr wichtig, aber sie darf sich nicht erschöpfen in den gewohnten Ritualen und Schlagworten. Wichtig ist es, wenn man sich in der Komplexität der Geschichte verliert, was die Möglichkeit gibt, Geschichte zu begreifen, statt sich mit einem Weltbild aus ein paar Schlagworten zu begnügen. Und für mich ist eine große Lehre aus dieser Geschichte, dass nichts so kommen musste, wie es kam. Sie kennen alle dieses Wort, es musste so kommen, wie es kam.
Es gibt immer Alternativen und es sind immer Entscheidungen von Menschen, die so oder anders ausfallen können. Und es gibt Entscheidende und es gibt Erleidende. Und wir haben vor allem denen, die das erleiden, Respekt zu zeugen. Und es ist doch interessant, dass jetzt 100 Jahre danach wir schon wieder in einer Zeit des Umbruchs angekommen sind, wo doch vor 30 Jahren nach dem friedlichen Zerfall der Sowjetunion alle geglaubt haben, jetzt beginnt das Zeitalter des ewigen Friedens, einer Welt ohne Konflikte. Und bald merkte man beim Zerfall der Völker in der Sowjetunion, in Jugoslawien, dass also dieser Optimismus verfrüht war. Und auch jetzt die Unzufriedenheit und die Aufbrüche im Wohlstandsparadies EU. Die dramatischen Umbrüche in der politischen Landschaft der EU dient den herrschenden Eliten dazu, die neuen Gespenster Populismus und Nationalismus dafür verantwortlich zu machen. Und ich will dazu sagen, es steht demokratischen Politikern nicht gut zu Gesicht, unzufriedene Wähler, die in Scharen davonlaufen, mit diesen herabwürdigend gemeinten Bezeichnungen ins Abseits oder in Quarantäne zu stellen. Es ist ganz offensichtlich, dass sich in der EU die Interessen der großen Wirtschaftskonzerne und deren Lobbys besser durchsetzen als andere Interessen, zum Beispiel ökologische. Und die Zahl der Globalisierungsprofiteure ist nun mal größer als die der Abgehängten, der Modernisierungsverlierer und all jener, welche die wirtschaftspolitischen Prioritäten nicht für richtig halten. Die Suche all dieser Menschen nach Erklärungen, Identität und Aktionsmöglichkeiten ist nur zu verständlich. Und auch die gegenwärtige Regierung Italiens und die dahinterstehenden Wählerpräferenzen sind ein überdeutliches Symptom dieses Unbehagens, das sich auch in vielen anderen europäischen Ländern manifestiert und nicht mit Schlagworten wie Europäer den Antieuropäer unter Kontrolle gebracht werden wird. In diesem historischen Rückblick, den ich da begangen habe mit den Daten 1848-1918, finde ich überraschende Ähnlichkeiten und Parallelitäten im Umgang der politischen Eliten einst in der österreich-ungarischen Monarchie und heute in der EU im Umgang mit politischer Dissidenz und Nationalismus. Und ich möchte mich dazu auf die Worte von zwei Persönlichkeiten beziehen, die sich heuer im Herbst geoffenbart haben. Das ist zum einen der Enkel des letzten österreichischen Kaisers, Karl Habsburg-Lothringen, der mehrfach Interviews zum Ende des Ersten Weltkriegs gab, und zum anderen ist es Italiens Staatspräsident Mattarella in seinem Gedenken an das Kriegsende und an die Kriegsopfer am 4. November in Rede Puglia. Karl Habsburg-Lothringen sagte Dinge wie: Europa wurde zu eng, wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und jetzt wieder. Immer kommt dann die Behauptung, das Kaiserhaus hätte ja schon Reformen eingeleitet. Man habe halt nicht genug Zeit gehabt. Nichts ist falscher als das. Der Untergang der Habsburger Monarchie und die Verwüstung Europas wurden provoziert durch den Imperialismus und durch den Feudalismus der damals herrschenden Eliten.
Der Nationalismus der Völker war nur ein Vehikel dazu. Der Umgang von Karl Habsburg mit der Geschichte ist die in Österreich verbreitete und beliebte, ein verklärtes Bild des guten alten Kaisers Franz Josef und seiner schönen armen Sissi. Übersehen wir nicht, dass das einfach Teil der Disneylandisierung des historischen Erbes im Interesse der Tourismuswirtschaft ist. Aber es hat sich leider langfristig in vielen Köpfen verfestigt. Der untergegangene Vielvölkerstaat wird sogar bei Sonntagsreden, aber auch von Historikern gerne als Vorbild, als zu frühe Vorwegnahme der Europäischen Union gepriesen. Nichts ist weniger richtig als all das. Über den allergrößten Teil des 19. Jahrhunderts hielten die Habsburger ohne den geringsten Zweifel an ihrer absolutistischen Herrschaft von Gottes Gnaden fest. Sie haben nicht einen ernsthaften Versuch unternommen, sich mit den demokratischen und nationalen Aspirationen ihrer Völker, wie sie so gerne sagten, auseinanderzusetzen und angemessene Antworten darauf zu finden. Mit den Details dazu könnte man Stunden und Bücher füllen. Ich will nur kurz die Revolution von 1848 erwähnen, in der das Volk politische Teilhabe und eine Verfassung wollte. Damals kam es zu Wahlen auf drei Ebenen, zur Gesamtdeutschen Nationalversammlung in Frankfurt, zum Reichstag in Wien und zum Tiroler Landtag. Und es ist interessant, dass nach Frankfurt 9 Deutschtiroler und 6 italienischsprachige Abgeordnete gingen. Und die italienischen Abgeordneten, die italienischsprachigen, stellten den Antrag auf Entlassung ihrer Wahlkreise aus dem Deutschen Bund. Interessant ist auch, dass die Roveretaner da dagegen waren, weil die fürchteten um den Absatz ihrer Seitenproduktion in der Monarchie und im deutschsprachigen Raum. Die Deutschtiroler waren natürlich auch dagegen und der Antrag wurde abgelehnt. Die Abgeordneten des Trentino wollten dann im Reichstag weg von Tirol und in das Königreich Lombardo-Venetien, das auch von den Habsburgern beherrscht war. Auch das wurde abgelehnt. Und der Feldmarschall Radetzky schaffte es nochmal, dieses Königreich Lombardo-Venetien für die Habsburger zu bewahren. Das sind also so die kleinen historischen Details, wo man eben Seiten und Stunden damit füllen konnte. Als die Gefahr des Auseinanderbrechens Österreichs immer deutlicher wurde, wurden auch die Bedenken des liberalen Bürgertums immer größer und der Hof setzte auf die militärische Lösung. Im Herbst wurde die Revolution in Wien militärisch erstickt. Und interessant ist, dass Ende 1851 der junge Kaiser Franz Josef, er war damals 21 Jahre, mit kaiserlichem Patent die Verfassung und die Grundrechte, das Ergebnis der Revolution, wieder aufheben ließ und damit den letzten Rest von 1848 tilgte. Und so ging es weiter in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Auch die Föderalisierung mit dem Ausgleich mit Ungarn war nicht wirklich ein Fortschritt, denn sie lieferten die ganzen Minderheiten in der ungarischen Reichshälfte den ungarischen Nationalismus aus. Und Faktum ist einfach, ohne diese feudalistische Struktur in Frage zu stellen, war eine Lösung des Nationalitätenproblems in Österreich undenkbar. Und wirtschaftspolitisch endete das Ganze in einer gegenseitigen Blockierung, in einer anhaltenden Pattsituation und in Stillstand. Das Einzige, was Fortschritt gab, das war in der Wirtschaft. Aber politisch war es reiner Stillstand. Und das ging so. Und am Ende des Ersten Weltkriegs versuchte man dann auf der Basis dieser 14 Punkte des Präsidenten Wilson zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und der letzte österreichische Kaiser, Karl,
stellte dann in den Raum, man könne ja in der österreichischen Reichshälfte, nicht in der ungarischen, einen Bundesstaat machen für die vier Nationen, die Deutschen, die Tschechen, die Rutänen und die Südslawen, also Kroaten und Slowenien. Gut, das war, wie man so sagt, zu wenig und zu spät und der Zerfall der Habsburger Monarchie begann. Es bildeten sich überall Nationalräte, die die exekutive Kontrolle übernahmen und der Zerfall der Armee begann. Und damit auch die Gründung Deutsch-Österreichs mit dem Anspruch, die ganzen Deutschen der Monarchie in ihrem Staat zu vereinen. Der Waffenstillstand mit Italien trat am 4. November in Kraft und die italienische Armee besetzte das Gebiet bis zum Alpenhauptkamm. Und ja, es wurde sehr schnell klar, dass sie gekommen waren, um zu bleiben. Das Ergebnis ist bekannt. Auf der Friedenskonferenz in Paris fanden sich immer wirtschaftliche, verkehrstechnische oder andere Gründe, um den Deutschen das Selbstbestimmungsrecht zu verweigern. Und so blieben 3,5 Millionen Deutsche in der neu gegründeten Tschechoslowakei. Und angesichts der ganzen Ansprüche Italiens, gerade auf der Seite Jugoslawien, Dalmatien und so weiter, schien das Opfer von 200.000 deutschen Südtirolern vergleichsweise gering für die Friedenskonferenz. Österreich hatte nicht viel zu verhandeln, es galt einfach, der Rest ist Österreich. Und ich komme nicht umhin festzuhalten, der Weg in den Krieg und der Untergang des Reiches war nicht die Folge des Nationalismus, sondern der Realitätsverweigerung des Herrscherhauses. Schauen wir, wie Italiens Präsident Mattarella das Ende des Krieges zelebrierte. In Rede Puglia, einer 1929 vom Faschismus errichteten Gedenkstätte, einem Soldatenfriedhof. Und Mattarella sagt wörtlich, verantwortlich war die Unfähigkeit der europäischen Führungselite, eine friedliche Lösung für ihre Differenzen zu finden. Der aggressive Nationalismus und die Rhetorik der Expansion, die Europa in den Ruin trieb. Und da muss man sich fragen, wer war 1915 der Aggressor? Wer war es, der seinem vormaligen Verbündeten den Krieg erklärte, nachdem er sich im Londoner Vertrag beträchtliche Gebietsgewinne garantieren ließ? Also wenn das ein Mea culpa sein sollte, müsste es anders und deutlicher formuliert werden. Wie wäre es denn mit einer Entschuldigung? Es gehört ja heute schon zum guten Ton, dass sich Staaten bei den Opfern ihrer früheren Politik entschuldigen. Und da nicht nur bei den Opfern der Aggression, denn letztlich gehören zu den Opfern ja auch die eigenen Opfer, die für diesen Sieg gebracht wurden und die waren beträchtlich, menschlich wie materiell. Und wie gehören jene Soldaten dazu, die beim Rückzug Italiens an die Piave 1917 von den eigenen Standgerichten hingerichtet wurden, weil sie flüchteten? Sind die auch in Rede Puglia begraben? Ich las davon zum ersten Mal bei Hemingway in einem anderen Land, der dort als Amerikaner beim Sanitätsdienst tätig war. Darüber hinaus hatte Italien im November 1918 eine Bewegung für die Absetzung der Dynastie und die Ausrufung der Republik, die von der Front und von Norditalien ihren Ausgang nahm. Generalstreik in Mailand, Kundgebungen gegen die Fortsetzung der militärischen Aktionen in Feindesland, Forderungen nach Entlassung der älteren Jahrgänge und baldige Demobilisierung. Man muss auch fragen, inwieweit diese schwere Nachkriegskrise zum Aufstieg des Faschismus in Italien beitrug. Und so entlarven sich diese offiziellen Gedenkrituale als die immer gleichen Schlagworte, in denen von selbstkritischer Geschichtsaufarbeitung wenig zu finden ist. Und im selben Stil versucht heute die Führung der EU, europakritische Bewegungen gleich als nationalistisch, rückwärtsgewandt oder rechtsextrem zu diffamieren.
Da das Verlangen nach Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit soll durch Drohung abgeschreckt werden, dass man dann aus der EU raus sei und sich neu wieder hinten anstellen müsse. So wie im Fall von Schottland und Katalonien. Und das nur deswegen, weil nach der Verfassung der EU die Regierungschefs der Mitgliedstaaten im Rat das entscheidende Wort und die Macht haben und nicht das gewählte Parlament. Immer wieder scheitern Reformanläufe in der EU an einem Veto, am nationalen Egoismus einzelner Mitgliedstaaten, die ihre Vorteile mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das macht es zur Lachnummer, wenn die großen Köpfe der EU vor einem Rückfall in den europäischen Nationalismus warnen. Vor den Mühen von Verfassungsänderungen zurückzuschrecken, bedeutet immer Immobilismus. Und die Parallele zur reformunfähigen Habsburger Monarchie ist nicht zu übersehen. Warum nimmt die EU über den Schutz von Minderheiten hinaus nicht auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker in ihre Verfassung auf, mit der Garantie fairer und korrekter Volksabstimmungen? Der Nationalismus von nationalen Minderheiten, die um ihr Selbstbestimmungsrecht kämpfen, ist immer legitim. Total abzulehnen ist es, wenn er als Katalysator missbraucht wird für Kämpfe um Ressourcen und Macht auf Kosten anderer Völker. Dafür finden sich im Zerfall der Habsburger Monarchie und der Zersplitterung des großen Wirtschaftsraumes genügend abschreckende Beispiele. Niemand stellt die Erfolge und die historische Bedeutung des Projekts Europa in Frage. Und wenn im nächsten Frühjahr aller Voraussicht nach die populistische Rechte, oder wie immer man das nennen will, mit deutlich mehr Gewicht im Europäischen Parlament vertreten sein wird, dann ist zu hoffen, dass dies eine Chance für Europa wird. Auch wenn ich viele Parolen dieses heterogenen rechten Spektrums nicht teile, aber ich halte es hier mit Voltaire, dass auch diese Meinungen und diese Wähler ein legitimes Recht auf Vertretung haben. Möge es ein Anstoß für überfällige Reformen sein.